einfach 2D reingekommen worden ist jetzt. Ja, ich muss mal sehen, wie die Jungs da vorne mit dem Motorrad sind. Die stehen verdecken. Voll davor. Ja. In diesem Film geht es darum, dass der Bauernhof hinter mir eigentlich unter einer Autobahnbrücke stehen soll. Und an der Autobahnbrücke haben wir vor 3 Wochen gedreht und jetzt drehen wir den Bauernhof. Und wir müssen diese beiden Sets, die räumlich ungefähr 200, 250 Kilometer auseinander liegen, zusammennähen, dass es nachher so aussieht, als ob der Bauernhof tatsächlich unter der Brücke steht. Also man will dem Regisseur natürlich auch den Freiraum bieten, dass er genau die Brücke nehmen kann, die er möchte und genau den Bauernhof, den er gerne haben möchte, der sich am besten für seine Spielszenen eignet und am besten dem Drehbuch entspricht. Das hat er, je nachdem wie das Drehbuch geschrieben ist, hat es ja auch mehr oder weniger konkrete Vorgaben, wie das Set beschaffen sein muss, wie die Örtlichkeiten aussehen müssen, um gewisse Möglichkeiten für die Handlung zu bieten. Und das ist natürlich sehr viel einfacher für so eine Produktion dann, sich 2 verschiedene Sets zu suchen und die entsprechend von uns zusammennähen zu lassen am Computer. Also es geht um 2 Sachen. Einmal in allen Shots, wo wir an der tatsächlichen Autobahnbrücke gedreht haben. Da wird der Bauernhof eingefügt unter der Brücke. Und alles, was wir hier am Bauernhof drehen, da werden wir im Hintergrund dann nachher die Brücke einfügen. Wir passen auf beim Dreh, dass die Aufnahmen so gemacht werden, dass nachher die visuellen Effekte im Computer umgesetzt werden können. Beispielsweise ist man ja schon alleine dadurch limitiert, dass in der Aufzeichnung nachher das Bild, was rauskommt, 2-dimensional ist, während wir hier uns mit der Kamera 3-dimensional über den Hof vom Bauernhof bewegen und zum Schluss auch die Brücke entsprechend im Hintergrund, die Autobahnbrücke, die über dem Bauernhof ist, sich 3-dimensional in der Perspektive genauso verändern muss, wie die Kamera sich bewegt. Also es gibt halt 2 Arten von visuellen Effekten im deutschen Film. Es gibt natürlich dieses TV-Event-Movie, wo mit Effekten geklotzt und nicht gekleckert wird. Das sind dann halt Sachen, wo alles in die Luft fliegt oder was weiß ich was. Halt offensichtliche Effekte. Und dann gibt es natürlich den deutschen Kinofilm. Der sucht eher nach Möglichkeiten, um die Bilder auf der Leinwand, sage ich mal, aufzuwerten oder nach Möglichkeiten für Motiven zu suchen, die so in der Realität nicht existieren. Und man kann den Zuschauer viel einfacher täuschen, weil es nicht eine unrealistische Situation ist, mit der er konfrontiert wird. Der Zuschauer ist viel eher geneigt, das zu akzeptieren, was er sieht. Und entsprechend ist es für uns einfacher, die Sache zu verkaufen, aber natürlich auch einfacher, die Sache zu erstellen, weil wir nichts uns aus den Fingern saugen müssen, was in der realen Welt nicht existiert. Also es werden auf jeden Fall erstmal Leute auf Basis der Originalbaupläne von der Autobahnbrücke, an der wir vor 3 Wochen gedreht haben, die Brücke in 3D im Computer nachbauen. Dann werden wir Fotos nehmen, die wir von der Brücke geschossen haben und die als Textur, sozusagen Tapete, um dieses 3D-Modell rumzuwickeln. Und dann haben wir eine 3D-Repräsentation der Brücke im Computer und können die perspektivisch so hinschieben, wie wir sie brauchen. Wir können die Brennweite aussuchen der Kamera. Dazu schreibe ich hier beispielsweise am Set auch mit, welche Brennweite verwendet wurde, um entsprechend nachher genau den richtigen Bildausschnitt wählen zu können. Und die Position bestimmt dann natürlich die Perspektive auf die Brücke. Und damit die Brücke auch von den Lichtverhältnissen immer zu dem Wetter passt, in dem wir gerade drehen, haben wir diese praktische kleine graue Kugel immer dabei. Die halten wir dann einmal kurz vor die Kamera und wie man jetzt sehr schön sehen kann, wenn ich die hin und her bewege, man sieht genau da, wo das Highlight auf der Kugel sitzt, kommt das Licht her von der Sonne in diesem Fall. Und genau dieses Highlight muss dann natürlich auch auf der Brücke zu sehen sein, dass die Brücke genau das gleiche Licht kriegt, wie alles jetzt hier gerade im Hintergrund. Ist genau 50% grau, sodass ich auch nachher auf dem Film nochmal einen Weißabgleich machen kann. Das heißt, ich sehe nachher genau, ob das Licht eher warm oder kalt war oder kann mir das Ganze dann richtig hinkalibrieren. Und ich sehe auch noch die Lichtrichtung. Und wenn ich mir jetzt neben diese Kugel einfach noch eine im Computer generierte Kugel, die 50% grau hat, daneben packe und so lange mit meinem 3D-Licht rumleuchte, bis diese andere Kugel genau so aussieht vom Licht und Schatten wie diese, dann werden auch alle anderen Objekte, die sich in der Szene bewegen, genau so beleuchtet sein wie die Kugel jetzt hier in Realität. Und dann werden wir die Schauspieler alle ausschneiden und die Brücke hinter die Schauspieler einkleben ins Bild. Und das 24 mal die Sekunde. Das ist schon genau wie im Modellbau beispielsweise. Das kennt vielleicht der ein oder andere von zu Hause, wenn man eine Modelleisenbahn hat oder so. Und dann
in liebevoller Kleinarbeit die Berge baut und mit Gips bestreicht und dann mit dem Pinsel anmalt und die Bäume pflanzt und die Schienen legt und so weiter. Da vergehen auch ein paar Monate und damit ist es eigentlich zu vergleichen. Also man muss schon eine Liebe zum Detail haben und vor allem darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es zum Schluss echt aussehen muss. Man muss dafür halt nach Referenzen suchen in der realen Welt, um zu sehen, was ein ähnliches Motiv ist und wie man das am besten im Computer rekonstruieren und nachbauen kann. Man sagt bei den visuellen Effekten immer, man erreicht 99% Realismus in 50% der Zeit und für den letzten Prozent braucht man dann nochmal 50% der Zeit, weil es einfach immer persönlicher Geschmack ist, das ist die Subjektive dabei, aber dann halt auch noch die Referenzen, die man sich besorgt, die dann reinspielen und dann ist es halt eine Gestaltungsfrage. Es gibt generell keine Restriktionen, man kann wirklich alles machen, es kommt nur darauf an, wie vorbereitet man ans Set geht. Kann ein Pickel sein, der auf der Nase vom Schauspieler entfernt ist, bis hin zu einer Strähne, die vielleicht hinters Ohr geklebt wurde oder der Umhang, der aus dem Computer kommt, bis hin zu irgendwelchen Bauwerken oder Robotern oder was weiß ich was. Es kann halt alles sein.